Hallo an meinem Basteltisch. Ja, heute ist es endlich soweit. Ich kann euch den Flipchart zeigen zu dem Wunschjournal. Und das Journal hat sich Anke gewünscht mit dem Thema Vintage Garden. Ja, veranstaltet wurde das Ganze von Ninja von der Schnipselbude. Und ihr seht hier nochmal die ganze Aufgabenstellung, die Promptliste, hatten wir Papierstreifen, Kintsugi, Knöpfe, Stoff, durchsichtig, Garn, Collage, Rahmen, Rost, Teebeutel. Das Ganze sollte in A6 sein und drei Signaturen unten Verschluss haben. Ja, und ja, in jeder Form irgendwie gestaltet sein. So, Anke hatte sich ja ein Journal gewünscht, was sie mitnehmen kann, auf ihre Terrasse sich hinsetzen kann und ja, ein bisschen was aufschreiben. Deshalb war für mich ganz wichtig, dass es genug Seiten hat, wo man mal drin schreiben kann. So, ja, ich zeige euch das jetzt nochmal hier von oben. So, ich habe ein bisschen was anderes gemacht. Nicht nur drei Signaturen, sondern noch eine eingebundene, sozusagen extra, weil das Thema eben Schreiben ist. Ja, außenrum gibt es eine Banderole. Und zwar hier mit einem Verschluss, den ich gemacht habe. Ich weiß immer ja nicht im Bild. Ja, gut, okay. Also so ein Metallverschluss, dann eine Banderole. Ah, das ist jeweils eine CD vorne und hinten. Die Idee kam ja einfach deshalb, weil ich die Dinger mitgenommen hatte aus dem Büro und dachte, du musst sie dann auch verarbeiten. So, ja, ansonsten hier vorne drauf haben wir schon das Thema Rost, nämlich diese Tore, die ich hier rangeklebt habe und dahinter sind so Röschen. Vintage Garden steht da. Und damit das natürlich auch funktioniert, dass man zum Schreiben benutzen kann, kann man diese ganze komplette Banderole hier abmachen. So, ne, wenn man also mit dem Buch was machen will, nimmt man die hier einfach komplett weg, legt sie sich irgendwo hin und fertig. So, dann haben wir das Buch. Das Buch ist mit Stoff bezogen, hatte ich bestempelt. Ein paar Buchecken haben wir dran. Ich habe jetzt hier auf den Dingeldangel verzichtet hier außen, weil das auch alles so, das ist, was ein bisschen schwierig das Ganze macht, wenn man schreiben möchte. Ich hatte mich dazu entschieden, hier nicht nur eine normale Buchform zu machen, sondern hier noch so ein kleines Teil. Und zwar, weil da ein Stift dran sollte. Und der ist jetzt auch hier mit dabei. So, mit Halterung, alles. So. Ja, wir fangen mal nochmal hinten mit dem an. Und zwar, ich habe hier, weil ich ja von Nicole so ein tolles Buch habe, da ist auch sowas drin, so ein Writing Board, also ein Schreibboard und sowas habe ich hier auch gemacht. Denn das ist wirklich sonst problematisch, gerade bei diesem kleinen Buch, irgendwie was zu schreiben. Weil ihr seht schon, das ist ganz schön fest alles hier, weil es auch Seiten hat, die ein bisschen dicker sind. So, man braucht dieses Writing Board auch wirklich, um das hier reinzulegen und hier zu schreiben, egal wo ich hier bin. Auf irgendeiner Seite, ja, seht ihr, da kann ich da drin legen, kann hier schreiben und brauche mich auch nicht dafür interessieren, was hier sonst noch so drin ist. Also das funktioniert ziemlich gut, habe ich probiert. Wenn wir gerade hier hinten sind, hier ist nochmal eine Tasche aufgeklebt, da wird dann meine persönliche Nachricht hinkommen. So, und ich habe auch hier nichts dran gehängt, weil das, wie gesagt, auch alle dazu nicht beitragen soll, dass es zu dick wird. So, jetzt fangen wir mal vorne an. So, einen kleinen Moment, ich gucke nochmal, ob es im Bild ist, alle so. Ja, müsste so gut gehen, ne? So, also machen wir mal auf und wie gesagt, ihr seht schon, das kommt hier schon einem richtig entgegen. Ist halt nicht so. Ja, liegt nicht wirklich gut. Muss ich echt sagen. Ich habe einfach zu viele Seiten drin, aber ich glaube, dass jedem passiert, der jetzt dieses A6-Format gemacht hat. Hier vorne habe ich eine Tasche drin gemacht. Und zwar, Ninja hat in ihm live mal eine gezeigt. Die ist aber ein bisschen anders gewesen vom Format. Das heißt, ich habe die angepasst. Die ist jetzt so. Und hier seht ihr schon, hier ist eben mal nochmal die Beschreibung von Wunschjournal-Challenge drin. Dann kommt ein paar Sticker sind da noch drin und auch diese kleine Büchlein, was ich hier gemacht hatte, weil ich weiß nämlich nicht, wo ich das hinpacken soll. Das ist ja einfach so auch zum Schreiben und hier geht es so ja auf. Ja, da ist so ja ein bisschen was ganz Kleines drin. Und hier so ein Ticket in der kleinen Tasche und da muss man das hier so ein bisschen so zumachen. Also, das wusste ich jetzt wirklich nicht mehr, wohin, also ist es jetzt hier drin. So und das Ganze geht auch eigentlich so zu, dass man es hier einfach so runterdrückt. Ne? So, ein bisschen ruffig stempelt halt auch. Ansonsten ist es kaffeefärbtes Papier. So,
Dann geht es los. Ich muss das jetzt mal ein bisschen so halten, damit ihr das vielleicht auch ordentlich seht. Ich habe ja die Signaturen jeweils angefangen mit so einem, ja, so sehr fertigen Papier von wem war das? Viva Dekor, dieses Lackpapier, wo eine Mauer zu sehen ist. Und dann habe ich Tore geschnitten, das auf durchsichtigem Papier seht, Quatsch, Folie, stempelt und embossed und dann Blüten rundherum. Das ist jetzt so auch so kupferrostfarben, ist das ja eigentlich auch. So, auf der anderen Seite ein bisschen auch alles, ja, noch ein bisschen gestaltet mit Stempeln und hier ist so ein Band rumgekommen. Moment, steht drauf, dieses Papier hatte ich mir dafür extra besorgt und zwar vom Kreativfalter von Tina. Ich glaube, Omas Garten hieß das, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es jetzt nicht nochmal hier liegen. Ja, und zwar hatte sie das nämlich auch in A6, also ganz passend, da habe ich mich super gefreut. So, an die Seite ist ein bisschen spitze rangekommen. Hier ist das einzige Mal, wo ich was drauf gestempelt habe als Spruch. Nature is not a place to visit, it is home. Also Natur ist nicht ein Platz, den man besuchen sollte, sondern ist zu Hause. Denn Eco-Dyeing-Papier von mir, die sind alle immer so geblieben auf der Vorderseite und nur die Rückseiten halt versucht zu gestalten. Hier ist halt eine Tasche, die mit so, ja, Stoffstreifen festgeklebt ist. Und hier haben wir so Tickets drin und eine Karte. Und dann nochmal eine Karte hier. So, ups, so ein bisschen länger halt, ne? So. Und hier seht ihr schon, ich habe dann meistens schabloniert und ich habe auch nur diese Ene benutzt von vorne bis hinten und habe hier so mit diesem Wellpappe-Thema immer so ein paar Linien drauf gemacht und dann eben Sticker benutzt. Und das war ja so ein bisschen am Anfang, wo ich dachte, oh, das ist ein bisschen wenig, aber ich finde es eigentlich gut, weil ich habe hier noch Platz, dann wirklich zum Schreiben oder Anke. Hier ist das auch nochmal gestempelt, ein bisschen was. Dann habe ich hier so ein Stück Papier drin, das war mal eine Serviette. Das ist das mit, wie Kerstin mal das gezeigt hatte, mit Stärke gemacht. Und ja, meine ist ja bloß einlagig. Aber trotzdem schön zum drin machen. Hier auch wieder ein Sticker drauf und Linien. Ich muss mal überlegen, ich glaube, die beiden Seiten, ich habe immer zwei Seiten, entweder Tee oder Kaffee färbt und dann kommt hier was, seht ihr schon, eine Buchseite, da ist hier auch das Thema Garn, da habe ich nämlich eine Spitze ran gehäkelt und hier ein bisschen schabloniert und ja, auf dieser Seite habe ich dann nochmal ein Herzchen geklebt und aus den Restpapieren hier kleine Text geschnitten. So, dann kommt wieder ein Eco-Dyeing-Papier. Und auf dieser Seite ist was dran. Da habt ihr ja das Thema Knöpfe. Das sind also Fake-Knöpfe hier. Eine Stanze, die ich habe. Bisschen Puring-Papier. Das ist hier vorne auch drauf. Und dann habe ich hier Teebeutel. Das ist jetzt schon mal inner mit ein paar Blüten drin. Und rundherum habe ich einfach gestempelt. So. Na, kommen wir ja nicht irgendwie verknicken hier. Das wäre doof. So. Dann haben wir hier ja das Thema Rahmen einmal. Gestempelt sind der zwei gestempelte Rahmen und durchsichtig, ne, das ist hier Transparentpapier, so ein buntes. Und da ist es ja passiert, dass er durchgedrückt hat hier beim Stempeln ganz doll. Deshalb habe ich ein Papier draufgeklebt. Hier sind nochmal so Ecken rangekommen und hier habe ich jetzt so ganz kleine Text dran, die auch ein, diesmal ist es auch ein richtiger Knopf, der da dran ist. So, ja. Blups, die sitzen hier drin. Dann haben wir wieder, genau, das sind Kaffeefärbte. So war das immer. Ich habe immer zwei Teefärbte und zwei Kaffeefärbte und jeweils immer, seht ihr schon, ne? Ein bisschen nur schabloniert und so ein Sticker. Dann gibt es diese Seite, die ist auch teefärbt. Das ist eine karierte und die ist ein bisschen anders gefaltet. Da gibt es eine Tasche und hier gibt es eine Karte. Ja, hier gestempelt ist, das ist ein LeBlanc-Stempeln, Alter. Hier haben wir eine kleine Libelle. Und hier auch mal ein Vogel drauf. Und hier ist mal ein Mädchen, was tanzt. Wie sagt Sticker? Gut. Das ist wieder kaffeefärbtes Papier. Hier geht ja jetzt rückwärts. So, und hier haben wir eins. Also ich habe dann ein paar von diesen Papieren auch so einfach zugeschnitten. Das ist nämlich hier das Eco-Dyeing-Papier. Das hängt hier dran mit so einem Paperclip. Ja, was mit Perlen und Draht bezogen ist. So. Ja, auf der Seite wieder diese Buchseite mit, ja, gehäkeltem Garn und dann hier so eine kleine Karte drin. Und hier habe ich auch nochmal drauf gestempelt und das Schablonierte. Ja, die Seite, da habe ich jetzt hier noch so einen Paperclip dran und zwar gibt es eine, ist das gemacht nach so einer Anleitung von Seven Plaza heißt sie.
Mit so einem Knopf, ein Stielknopf ist das, der ist hier durchgesteckt. Das ist das Schöne eigentlich, da ist einfach ein Loch drin, Stielknopf durch und dann kann man was dranhängen. Ich habe den Knopf auch nicht festgeklebt. Man könnte den jetzt ohne rausnehmen und gegen einen anderen ersetzen. So, wartet mal, muss ich erstmal gucken hier. Achso, ich mache diese Dinger eigentlich gerne so, dass ich sie nicht gleich lang mache, sondern hier eine ein bisschen kürzer und eine ein bisschen länger. Ja, weil ich immer denke, dann kriegt man das hier ein bisschen besser ransortiert. Insofern ist dann auch gleich mein Perlenengel hier wieder, den ich ja eigentlich versuche, in jedes Buch mit drin zu machen. Also ich habe die nicht selber gemacht, ne? So, und wir sind wieder bei dem Thema Sticker und ja, dann kommt hier wieder das von dieser Serviettenseite dazwischen und die beiden T-Farben sind das. Und hier haben wir auch den Rest vom Eco-Dying. Da ist mal so ein Stempelabdruck, den habe ich schon ganz lange. Der ist einfach nur ein bisschen eingefärbt und mit so ein bisschen Glitzerstift malt. Und hier ist nochmal so ein, ja, so ein alter Brief sozusagen drin. So, dann kommt hier Eco-Dying und das ist schon dieses Papier von Tina. Und dann kommt hier meine Collage. Da habe ich ja einfach das Tor wieder aufgeklebt, was ich vorne ausgeschnitten hatte. Und dann ein bisschen Washi-Tape. Ihr seht, das hier ist übrigens wirklich echtes, ja, so Stroh, was ich zusammengeklebt hatte. Hier sind ein paar Action-Teile und ein bisschen Ausstanzung halt. So, ich muss immer ein bisschen gucken, dass das hier nicht alles irgendwo knifft. So, und ganz hinten drauf haben wir dann das Kintsugi. Wie so ein altes Gemälde ist das ja eigentlich, was jetzt hier mit so einem, ja, Bilderhakenhalter da an der Wand hängt. Und dann diese Kintsugi-Sache so. Zweite Signatur, da war das Tor ja das erste, was ich eigentlich gemacht habe. Das hatte ich so ja aufgeschnitten, das habe ich alles nochmal geändert. Das ist jetzt doch zugeklebt, deshalb ist das Einzige, wo hier so ein Kupferstreifen drauf ist, damit das wirklich zusammenhält und hier unten ein bisschen Gras. Ja, ansonsten heißt diese Signatur halt Memories. Auch wieder das Papier von Tina. Also die Einteilung ist bei allen gleich. Und hier seht ihr, hier war ich bei den Stickern, habe ich ein bisschen was anderes genommen, nämlich wirklich ein bisschen mehr Blüten ausgeschnitten und ein bisschen braun gemacht, halt die auch. So, hier ist das, was das Ganze auch ein bisschen steif macht. Würde ich jetzt vielleicht auch nicht mehr so machen. Der Briefumschlag ist relativ dick und dieser Teil natürlich hier, das ist richtig steif. Ja, ich denke mal, wenn man wirklich denn schreibt, könnte man diese beiden Teile lieber auch rausnehmen, damit es einfach mal ein bisschen besser geht. Ja, ansonsten mal draufschreiben kann man. Hier war ja das Thema noch Papierstreifen. Diese, ach, jetzt habe ich vergessen, wie die Technik heißt, habe ich aber in dem Video irgendwo mal gesagt, wo ich das gemacht habe. So, hier haben wir wieder Eco-Dying. Papier, hier ist auch so ein Fake-Knopf, der bloß aufgedruckt ist. Und hier wieder so ein kleiner Paperclip mit den Perlen dran. So, also man kann hier auch nochmal drauf schreiben auf beide Blätter. Und dann jetzt halt hier wieder weiter. Ich glaube, das war auch das teegefärbte Papier, wenn ich mir nicht irre war. Oder ist ja auch real, eigentlich Teekaffee. Seht ihr, ich habe mal großen Schmetterlingchen geklebt. Und hier haben wir wieder mein Eco-Dying-Papier. Und hier habe ich, ach ja, Teebeutel war auch noch so ein Thema. Und ich hatte wirklich ihn mal so auseinandergenommen, dass er wirklich wie ein Teebeutel bleibt. Hier sind auch immer jeweils zwei kleine Tickets drin. Das ist auch nur oben angeklebt, das Ding. Und hier an die Strippe habe ich einfach so einen kleinen Fake-Brief rangeklebt. Der ist, glaube ich, das ist ja nochmal von Luise oder so was, das Teil hier. Ja, dann geht es hier weiter mit der Seite. Und hier ist dieses Taschentuch, was ich rausgesucht hatte, mit dabei, was meine Schwester mal bestickt hat. Bin ich jedenfalls der Meinung. Das ist einfach nur so darin gelegt, aber ich finde es trotzdem eine schöne Erinnerung, jedenfalls für mich und vielleicht ist es für Anke auch schön. So, dann jetzt weiter und hier in der Mitte ist halt ein Blatt drin. So, und rückwärts wieder diese Stücke Stoff, also Taschentuch. Und die Seiten seht ihr ja schon. Dann habe ich hier diesmal auf diesem Eco-Dying-Teil habe ich mal aus diesem Stück. Ja, das war ja diese alte Serviette. Das habe ich so dreifach gefaltet, Löcher rein gemacht, also Eyelets und dann einfach eine Strippe durchgezogen. Hier ist ein kleiner Baum dran und jeweils sind jetzt hier drei kleine Taschen. Da ist eben mal so ein Ticket, was man hinterschieben kann. Eben mal hier so eine Karte. Halt, na, 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 so. Und nochmal ein richtiges kleines Ticket. So, die wohnen da alle. Und auf der anderen Seite ist einfach nur die Strippe durchgezogen und hier so ein kleines Blümchen dran. So. Dann kommen die nächsten Seiten jeweils zum Schreiben hier mit ein bisschen Blüten drauf. Dann haben wir hier nochmal wieder, das ist die Rückseite vom Eco-Dying-Papier. Da
habe ich jetzt schon mal so ein Knusper-Transparentpapier nach Enzio drin. Und das habe ich festgemacht mit so zwei Tickets. Und hier sind einfach Restpapiere, ja, die so übrig geblieben sind. Die stecken jetzt hier hinten drunter. Da kann man auch, boah, ja, das ist natürlich immer mit Transparentpapier lustig. Und vor allem in dem Moment, wenn man das so als Vorführung hat, dann geht es nicht. So, ja, dann kommt hier die zweite Seite von dem Umschlag und auch das zweite große Tag. Da hängt ja auch, bei der anderen hängt auch so eine Bulbklammer dran mit ein paar kleine Perlen dran. Hier ist auch so diese Papierstreifen, die ich da gemacht habe. So, genau. Und ja, das ist jetzt schon wieder hier die Rückseite und das Papier von Tina. Und hier haben wir die zweite Collage. Auch so gemacht, das Tor ausgeschnitten und alles Mögliche da drauf geklebt. Was noch so auch von der Naturjournal Challenge übrig geblieben ist. Ja, und hier haben wir auch Kintsugi, ne? Das zweite Gemälde, sag ich mal. Und dann kommen wir zur dritten Signatur. Auch mit dem Tor vorne dran. Und die heißt diesmal Journey. Und hier haben wir schon mal das erste Papier wieder von Kreativfalter Tina. Und hier könnte man eigentlich noch Lieblingsplatz hinschreiben. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Vielleicht macht Anke das alleine, weil ich schreibe nirgendwo hierin. Das sieht alles nicht gut aus, wenn ich das mache. Ja, geht weiter, genauso wie vorher. Eco-Denk-Papier. Hier haben wir auch wieder eine Klammer dran und dieses wunderbare Papier. Ne? So, dann kommt hier das zweite Mal die Buchseite mit oben drauf der Spitze. Und hier so eine kleine Tasche. Habe ich auch nochmal drauf gestempelt. Und diese kleine, ja, ne, Karte. So, hier nochmal was zum Thema Rahmen und durchsichtig. Die hatte ich schon ganz lange, diese Maulbeerpapierrahmen hier. Dann kommt hier auch nochmal so ein Stück von dieser Serviette. Und hier ist nochmal so ein Paperclip. Auch seht ihr das genauso auf dieselbe Art. Die macht, da hängt mal so ein kleiner Schmetterling dran. Ja, und hier haben wir auch Eco-Dein-Papier. Das ist diesmal von der anderen Seite, dieses. Denn von der Seite ist es jetzt mal so auch mit so einem Lebensbaum und diesen drei Sachen dran. Da ist auch mal das Ticket, was vorne drauf ist auch, und eine Karte. Und dann hier dieses kleine Ticket. So, ja. Und wir haben ein paar Sticker rangeklebt, so wie das immer ist. Dann kommt hier die Seite. Und die hat hier diese Karte drinne. Ja, hochgestempelt, La Blanche. Und hier ist wieder mein kleiner Anhänger Made with Love drin. Ja, dann geht es weiter. Auch jeweils, manchmal ist eben wird eine kleine Blüte drauf oder hier ein Schmetterling. Und ich finde das eigentlich vollkommen ausreichend als Gestaltung. Hier habe ich mal auf das Eco-Ding habe ich diese Blüte gemacht, die Ninja da mal gezeigt hatte. Die finde ich auch immer sehr schön. Mal aus dünnerem Papier. Und deshalb durfte sie hier hoch rinnen, weil sie relativ flach ist. Und vor allem hier oben ein bisschen weniger ist. So, dann haben wir wieder die letzten beiden Kaffeefärben mit dieser Seite dazwischen drin. Hier kommt wieder die Buchseite. Da habe ich jetzt auch so einen Schmetterling ausgeschnitten. Den gab es mal irgendwo bei Action. Und da sind auch noch mal zwei Text aus Restpapieren drin. Und die Spitze aus Garn sozusagen. Ja, hier ist noch mal die eine Tasche. Auch auf dem Eco-Dying-Papier, was mit Stoff festgeklebt ist. Und hier haben wir auch zwei Tickets, noch eine Karte und hier ist nochmal eine große Karte drin. So, und dann haben wir schon das letzte Papier und meine Collage. Ja, aus allen möglichen Teilen seht ihr schon. Ich fand das ganz witzig. So, und hier ist auch nochmal das letzte Kintsugi. So, jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Wie gesagt, das war jetzt so ein Extra von mir. Ich habe also zwei Umschläge so zugeschnitten, kann ich ja hier mal abmachen. Ne? Seht ihr, das mit Buchseite ist einer von den langen Umschlag, der andere ist hinten. Die sind beide beklebt, ein bisschen mit Buchseite. Hier sind zwei Blatt Aquarellpapier drin, hinten auch. Und ja, hier ist nochmal auch das Papier von Tina. Hier hinten ist das auch nochmal. Das fand ich irgendwie sehr schön, dass das auch ein Briefumschlag ist. Und dieses hier ist einfach mal, naja, so ein Stück Papier gefaltet. Kann ich ja mal noch aufmachen, damit ihr das mal seht. Also einfach nur so, ne, die beiden Seiten zusammen, die oben ein bisschen stehen lassen. Und dann hat man wie so einen Brief. Den können wir hier runter machen an meine Klammer. So.
Und ja, hier sind nochmal extra Seiten und zwar vier Kaffeefarb. Da habe ich da einfach reingemacht. Ich habe auch das Gummiband so gelassen. Man kann das wirklich dann aufmachen und ich habe so lang gelassen, dass man es wirklich nochmal neu binden kann oder was immer damit machen. So, wie gesagt, vier insgesamt sind es ja dann, naja, acht kaffeefärbte Teile. Und hier ist auch nochmal dieses, was so zusammengefaltet ist. So, mit ein paar mehr Insekten drauf und das kann man dann auch beschreiben. Oder was anderes noch mit drin packen. Ist ja wie eine Tüte eigentlich auch gemacht. Und dann, wie gesagt, sind in dem Briefumschlag hier auch nochmal zwei Aquarellpapiere. Ja, das war's jetzt. So sieht es jetzt aus. Und wie gesagt, schließen wieder. Dann ist es so, es ist nicht zu. Dafür habe ich ja dann jedes Mal diese Banderole, die ich mir dann nehmen kann und das hier umsetzen kann. So, ist natürlich jetzt nicht so einfach, sage ich mal jetzt so, also, gerade mit der Banderole. Vielleicht wäre ein Band auch nicht gewesen, aber ich fand das eigentlich, ich wollte das auch mal so probieren mit den ganzen Sachen. Vor allem sollte das auch mal ein bisschen hier was oben drauf haben. Das war mir eigentlich wichtig. So, ja, das war jetzt mein Flipzoo. Das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich fand das wieder eine schöne Herausforderung. Die Seitengröße ist nicht ganz meins. Ich glaube, ich würde nächstes Mal viel weniger reinpacken, also weniger Seiten. Dann kann man die nämlich auch ein bisschen besser gestalten. Das ist bei der Größe, ja, ein bisschen schwierig. Und ich wollte halt, jetzt ist das, glaube ich, 5,5 cm hier, der Spine. Mehr sollte das meines Erachtens eben nicht sein. So, ja, das war jetzt mein Flipzoo. Wie gesagt, vielen Dank nochmal, Ninja, für diese tolle Challenge. Ich bin gespannt, was in diesem Jahr noch so kommt und da wieder mitmache, weiß ich noch nicht. Mal gucken, weil eigentlich habe ich so viele eigene Sachen, zu denen ich kaum komme. Ja, das war's dann für dieses Video. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.